Francisco Herrera presenta Fuerteventura, die längste der sieben Perlen des Kanarischen Archipels, mit ungefähr 100 Kilometer Ausdehnung zwischen Punta de la Tignosa im Norden und Punta de Candia im Süden. Ihre Oberfläche von 1670 Quadratkilometern macht sie zur zweitgrößten Insel der Kanaren. Und außerdem liegt sie von allen Inseln am dichtesten bei Afrika. Knapp 100 Kilometer trennen sie von der Westsahara. Und doch ist sie mit ca. 40.000 Einwohnern die am dünnsten besiedelte Insel des Archipels. Auf einen Quadratkilometer kommen 25 Einwohner. Dies werden Sie in aller Deutlichkeit bei Ihrem Anflug feststellen, wenn Sie von oben nur rötlich-hellbraune, leicht hügelige Landschaft und ganz selten ein weißes Gehöft oder Häuschen sichten. Ein ganz anderes Bild als Gran Canaria oder Teneriffa. Was aber macht nun den speziellen Reiz dieser Insel aus, die jährlich so viele Urlauber anzieht? Es ist die Ruhe, die kilometerlangen Strände, der weiße Sand, und das Smaragdgrüne weiter draußen in tiefblau übergehende Meer. Ein Eindruck, der bei vielen eine Feststellung aufkommen lässt. Eine Karibikinsel in Europa. Eine Oase in der Wüste der Zivilisation, wie es der baskische Schriftsteller und Philosoph Miguel de Unamuno nicht hätte treffender formulieren können. Für seine Gedichte und Impressionen, die Fuerteventura auch heute noch anschaulich widerspiegeln, wurde ihm sogar im Norden der Insel, in Zindaya, ein Denkmal gesetzt. Es sind die freigrasenden Ziegen- und Kamelherden, die Fischer, die wie vor 100 Jahren noch ihr Handwerk ausüben. Und es sind auch die Windmühlen. 38 Stück an der Zahl, die überall auf erhöhten Punkten der Insel zu finden sind und dem Landschaftsbild eine typische Note geben. Durch die ganzjährigen Passatwinde wurden sie einst zum Mahlen von Getreide und Mais genutzt. Die Basis für das damalige Grundnahrungsmittel Gofio. Und es ist ganz sicher der alles überdeckende Sand, der sich jahrtausende lang aus dem Abrieb vom Kalkgestein entwickelt und verteilt hat, den Sie in dieser Färbung auf keiner anderen Insel entdecken werden, dem die Natur aber zum Trotz eine widerstandsfähige und eigenartig anmutende Flora entgegengesetzt hat.
Eine Flora, die speziell in der Inselmitte, wo etwas mehr Wasser vorhanden ist, richtig üppig werden kann. Speziell in den Tälern und Schluchten wachsen dichte Büsche und sie finden ausgedehnte Palmenoasen. Dies und eine Geschichte, die von Eroberungen geprägt ist, die sich auch in etlichen alten Bauwerken wiederfindet. Und nicht zuletzt die Einwohner, die in einer Ruhe auch heute noch ihr Handwerk, zum Teil mit überlieferten Methoden ausüben, wenn auch in manchen Fällen speziell für den Tourismus. Dies alles ist das andere Fuerteventura. Eine Oase in der Wüste der Zivilisation. Weit über 70% der Wirtschaft Fuerteventuras hat heute direkt oder indirekt mit dem Tourismus zu tun. Kaum vorstellbar, denken 95% aller Erstankömmlinge, wenn sie auf der Transferfahrt zu ihrem Hotel die zumeist mit Abstand unattraktivsten Strecken entlangfahren. Wenn es dann aber vorbeigeht an Buchten, wo das Meer in den schönsten Farben leuchtet und spätestens bei der Ankunft in die gepflegten, mit üppigen Grün umwachsenen Hotelanlagen, ändert sich die Meinung schlagartig. Und damit sind sie bereits in eine Welt eingetaucht, die, wie wir glauben, außergewöhnlich ist. Die Hotelanlagen auf Fuerteventura. Sie werden hier so gut wie kein Hotel finden, das nicht direkt oder sehr, sehr nahe an einen schönen Strand gebaut wurde. Die Hotels selbst haben einen Standard und eine Herzlichkeit, die wir so geballt noch nicht kennengelernt haben. Vielleicht mit wenigen Ausnahmen, die uns allerdings verborgen geblieben sind. Von den größten bis hin zu den kleinsten Hotels herrscht eine familiäre Club-Atmosphäre, die trotzdem internationales Flair nicht vermissen lässt. Golf, Tauchen und überhaupt Wassersport, das erwarten Sie von Ihrem Urlaubsort und das ist auch in und an Ihrem Hotel vorhanden oder wird für Sie organisiert. Aerobik, Gymnastik, Gesellschaftsspiele und Animation mit witzigen und mitziehenden Einfällen, auch das ist hier selbstverständlich. Die Kinderfreundlichkeit, die hier vorherrscht, ist leider nicht in jedem Urlaubsort so selbstverständlich. Und so ist es umso begreiflicher, dass sich speziell Familien hier sehr wohlfühlen. Die meisten Hotels verfügen über Kindergärten und organisieren von Ausflügen bis hin zur Kinderdisco alles mit freundlichem Fachpersonal für unsere Kleinen. Der Robinson-Club-Gedanke ist es, der in den meisten Hotels angewandt wird. Die Gäste sollen sich wohlfühlen und möglichst ohne die Anlage zu verlassen, alles an Unterhaltung und Vergnügen vorfinden. So sind es speziell die Abendshows, mit denen die Hotels zumeist versuchen, sich gegenseitig zu überbieten. Der Gewinner kann da nur der Gast sein. Hier gibt es ehrenwerte Zeugen. Was für Zeugen sollen das sein? Zeitgenossen, bitte sehr. Kommen alle nicht zur Ruhe. Das geht bei den kleinen Anlagen mit liebevoll oder lustig einstudierten Theater-, Musik- oder Kabarettstücken los und endet nicht zuletzt bei bombastisch inszenierten Musicals oder Theateraufführungen der großen Häuser. Vielleicht sind Sie nach Fuerteventura gekommen, um zu relaxen, entspannen oder einfach aufzutanken. Vielleicht aber auch ein wenig, um eine neue Welt zu entdecken. Wir haben versucht, mit verschiedenen Routen in einem 4-Tages-Ausflug die Insel zu erforschen. Sie können diese Ausflüge so oder anders mit Ihrer Reiseleitung oder auf eigene Faust mit dem Auto nachvollziehen. Und wir sind sicher, auch Sie werden am Ende mit uns übereinstimmen, dass diese Insel, von der man glauben könnte, in 2 Tagen alles gesehen zu haben, so viele Gesichter und Überraschungen birgt, dass ein einziger Urlaub nicht ausreicht, alles zu entdecken. Unser erster Ausflug führt uns in den Süden Fuerteventuras, die Halbinsel Jandia, die sich von der Landenge Istmo de la Pared bis zum Faro de Jandia, also dem Leuchtturm, in einer Länge von knapp 30 Kilometern erstreckt. 1968 hatte der Tourismus hier seinen Anfang und heute ist die Halbinsel das größte Touristenzentrum Fuerteventuras. Die meisten Hotels haben ihren eigenen Strand. Dadurch ergibt sich allerdings eine gewisse Abgeschiedenheit. Nur wenn mehrere Hotels, wie zum Beispiel an der Costa Calma, um einen Punkt gruppiert sind, entstanden auch Einkaufszentren. Hier finden sich natürlich auch Restaurants und Bars. Ein kunterbunter Treff für gut gelaunte Leute.
Starten wir von der Landenge Istmo de la Parete. Sand und Kalk haben sich hier vermischt und verhärtet, um sich so in einer eigenartigen Färbung über den Lavaboden zu legen. Zwischen der Costa Calma und Playa Barca sehen wir bereits von Weitem eine große Anzahl von sogenannten Windturbinen. Der Versuch, Strom durch Windmühlen zu gewinnen, brachte außer dem Nutzen diesem Platz den Namen Punta de Molinos ein und verschaffte dem Anfang der Halbinsel ein unverwechselbares Landschaftsbild. Unverwechselbar sind auch die Strände, die größten und längsten Fuerteventuras, wobei die Ostseite, an der auch die Landstraße Richtung Morro de Cable entlang geht, durch zu 80% abflandigen Wind auch traumhafte Meerverhältnisse schafft. Der Wind, der auch hier an der Costa Calma für ein reizvolles Naturschauspiel verantwortlich ist, die Wanderdünen, die durch ihn ständig in Bewegung sind und immer zu neue Muster und Formen aufweisen. Der nächste Küstenabschnitt, Playa de Sotavento, bietet an einem Punkt eine Besonderheit. Der Wind von der Landseite her kommend, muss sich hier durch zwei Bergzüge hindurchzwängen, was ihn zusätzlich an Kraft gewinnen lässt. Dadurch wird er um 1 bis 2 Beaufort, also Windstärken, verstärkt. Und genau an diesem Punkt der maximalen Verstärkung liegt ein Surfcenter. Ruhiges Meer, tolle Windverhältnisse, das ist natürlich ein absolutes Traumparadies für alle Surfbegeisterten. Und so werden hier auch regelmäßig Weltmeisterschaften ausgetragen. Bei diesen Verhältnissen macht es sogar als Anfänger Spaß, sich auf ein Brett zu stellen. Natürlich nicht allein, denn das Spiel mit dem Wind will schon gelernt sein. Aber dafür gibt es ja hier in der Surfschule ausgezeichnete Lehrkräfte. Überhaupt ist alles profimäßig organisiert. Das geht schon bei der Sicherheit los. Von einem Wachturm aus wird das Meer ständig kontrolliert, um in Seenot geratenen Surfern sofort helfen zu können. Und auch ein Surfhund patrouilliert, wenn vielleicht auch doch mehr zu seinem eigenen Vergnügen. Die Windstärke wird stündlich gemessen und im Surfcenter angeschrieben. Hier finden Sie auch alles, was Sie zur Ausübung dieser Sportart benötigen. Die Surfcracks wird interessieren, dass natürlich alle Segelgrößen vorhanden sind. Und was noch viel interessanter ist, dass die neuesten Boards der kommenden Saison als Testboards zur Verfügung stehen. Gemütlich auch die Ruhezone, wo sich Anfänger und Profis aller Nationen zwischen dem Winden oder einfach beim Relaxen durch einen Plausch näher kommen. Wir wollten auch wissen, was passiert denn, wenn wirklich mal was passiert, und meinten damit natürlich die Ausrüstung. Daraufhin wurde uns auch die Reparaturwerkstatt gezeigt. Die befindet sich im Surfhotel Sol, das windgeschützt ein kleines Stück oberhalb des Strandes liegt. Und hier wird geklebt, genäht und geschliffen, bis die guten Stücke wieder einsatzbereit sind. Hier haben wir auch erfahren, dass auch noch für eine zweite Sportart die Ausrüstung vorhanden ist. Mountainbikes, für jedermann zu mieten, und den Kunden des Sportcenters stehen sie sogar gratis zur Verfügung. Weiter geht es nun Richtung Morro de Cable. Immer wieder tun sich Buchten mit den schönsten Stränden und einer herrlichen Meeresfärbung auf. Wie wir anfangs schon erwähnten, direkt am Strand oder ganz nah, immer verbunden mit einer schönen Hotelanlage. Vereinzelt sehen wir an der Strecke Apartmenthäuser und Bungalows, zum Teil sehr witzig gebaut, wie dieses Zuckergusshäuschen. Nun aber unser nächstes Ziel, Morro de Cable. Hier finden sich neben zahlreichen Hotels aller Kategorien ein breit gefächertes Angebot von Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten. Beim Glanz dieses kleinen Städtchens ist es nur noch schwer vorstellbar, dass hier vor 30 Jahren noch Ziegenbauern und Fischer in ihren ärmlichen Behausungen lebten.
Der Tourismus brachte sie nach und nach zu bescheidenem Wohlstand. Das heißt natürlich nicht, dass der Fischereiberuf ausgestorben ist. Diese andere Welt entdecken wir im Fähr-, Yacht- und Fischereihafen von Morro de Cable. Eigentlich ein eher verträumter Hafen, der nur aus zwei Gründen täglich ein paar Mal erwacht. Zum einen, wenn die Fischer ihre fangfrische Beute ausladen, speziell wie heute, wenn so herrliche Exemplare dabei sind, da freut sich jedes Fischrestaurant und mehr noch natürlich die Gäste. Der zweite Grund, warum hier das Leben erwacht, ist die Fähre. Sie verkehrt von hier aus mehrmals täglich zwischen Fuerteventura und Gran Canaria. Mit der Stadtgrenze von Morro de Cable und dem Hafen haben wir auch die Grenze asphaltierter Straßen erreicht. Für die Strecke zum Leuchtturm von Candia, aber auch zur Westküste, sollte man sich und auch der Leihwagenfirma den Gefallen tun und einen Jeep mieten. Ab hier erwartet uns eine abenteuerliche Straße, die Bezeichnung Straße überhaupt nicht mehr verdient. Eine Alternative wäre vielleicht noch ein Mountainbike, Motorrad oder ähnlich lustige Fahrzeuge, mit der diese Gruppe unterwegs ist, die Möglichkeit, diese Strecke abzureiten. Aber es lohnt sich. Das Ziel ist der Faro de Candia, der Leuchtturm von Candia, der südwestlichste Punkt der Insel. Hier treffen sich auch zwei Meeresströmungen und so kann es an manchen Tagen sehr ungemütlich werden, wenn die Wellen mit tosendem Gebrüll an die Felsen schlagen. Faro de Candia, so heißt auch der kleine Fischerort aus weißen Häusern, ein paar hundert Meter vom Leuchtturm entfernt. Es gibt auch eine Bar, denn nach dieser staubigen Strecke tut es gut, sich ein schönes, kühles Getränk zu genehmigen. Auf unserem Weg zur Westküste überqueren wir nun auf denselben Wüstenstraßen das Bergmassiv, das sich durch die ganze Halbinsel zieht und dessen höchster Punkt mit 807 Meter der Pico della Zarza ist. Ganz so hoch müssen wir nicht. Circa 400 Meter Höhenunterschied gilt es zu überwinden, doch am Bergkamm werden wir dafür mit einem traumhaften Ausblick belohnt. Cofete, Playa de Barlovento, ein goldgelber, über 12 Kilometer langer und 500 Meter breiter Sandstrand, eingepackt in ein grandioses Panorama. Die Passstraße abwärts wird der Pflanzenbewuchs wieder etwas reichhaltiger und so halten wir zwischendurch immer wieder an, um die Farne, Flechten, aber speziell die kanarischen Cardones, eine leuchterarmige Kakteenpflanze, die hier in feldmäßigen Ausmaßen wächst, zu bestaunen. Wilde Ziegen beleben plötzlich das Landschaftsbild, es soll hier auch noch wilde Esel geben. Aber völlig überrascht sind wir, als wir in dieser einsamen Gegend auf eine Ansammlung von Hütten und Häusern treffen, deren Einwohner sofort auf uns zueilen und uns in ein freundliches Gespräch verwickeln. Hier erfahren wir auch, dass das Meer an der Ostseite der Insel besonders gefährlich ist. Nicht nur wegen der großen Wellen, die der Wind auf diese Insel zutreibt, sondern auch wegen der unberechenbaren Unterströmungen. Dass man dies beherzigen muss, bewiesen uns auch die Mahnungen, die wir bereits anderweitig hörten. Das Baden an der Playa de Barlovento ist lebensgefährlich. Kinder dürfen hier auf keinen Fall ins Wasser. Aber für Liebespärchen, Verträumte, Ruhe- oder Einsamkeitssuchende ist das trotzdem einer der schönsten Plätze Fuerteventuras. Unser zweiter Ausflug führt uns heute die Südwestküste Fuerteventuras entlang. Wir starten in La Parette, also von der Südostküste der Insel, wo wir gleich in den frühen Morgenstunden ein schönes Fischlokal mit dem Namen Bahia del Mar entdecken. Natürlich ist es so früh noch nicht einfach, an leckere Fischgerichte zu denken, aber aufgrund der romantischen Lage und den doch etwas außergewöhnlichen Einrichtungen wie Swimmingpool, Wasserrutsche und sogar einen großen Kinderspielplatz wird es schon mal für einen späteren Besuch vorgemerkt. Bei der Überquerung der Landenge Istmo de la Parete rüber zur Südwestküste haben wir wieder das gewohnte Landschaftsbild des Südens. Sand und sich durchzeichnendes Lavagestein. Bewachsen mit den an Kargheit gewohnten Wolfsmilch- und Boxdorngewächsen. Sie sind es auch, die dem freigrasenden, halbwilden Ziegen ihre Nahrung geben. Am Beginn der Küstenstraße steht ein altes Kastell. Ein ehemaliger Schutz- und Wachturm, der heute in Verbindung mit neuen Wohneinheiten privat genutzt wird. Das Landschaftsbild ändert sich nun etwas, es wird dichter bewachsen und speziell durch die wildwuchernden Zwergpalmen am Straßenrand wird es wesentlich grüner.
Der alte Zweimaster, der sich hinter diesem Grün direkt am Straßenrand versteckt, gab schon viele Rätsel auf. Gestrandet kann er nicht sein, denn dafür ist er zu weit vom Meer entfernt. Ein Geisterschiff also, von dem keiner so recht weiß, woher es kommt und dadurch vielen Touristen als Anziehungspunkt dient. Vorsicht Kamele, ein Straßenschild, das uns immer wieder zum Schmunzeln verführt, da es doch für uns ein sehr ungewohntes Hinweisschild ist. Ein Hinweisschild, das hier an der Straße nach La Lajita plötzlich besondere Bedeutung bekommt. Hier in La Lajita finden wir den Camel Safari Zoo Park, den La Lajita Zoo. Auf der rechten Seite der Straße, da sind sie, die Kamele, die eigentlich mit einem Höcker Dromedare sind. Aber das hat ja auch schon viel früher eine große Zigarettenfirma sehr eigenwillig gesehen. Hier haben wir nun die Möglichkeit, mit dem Wüstenschiff, dem Transportmittel der Vergangenheit, eine Exkursion zu unternehmen. Durch die Wüstenlandschaft, über Berghügel oder auch an die Küste. Es werden verschiedene lange Ausflüge angeboten. Mit Stolz betreibt man hier auch noch die Aufzucht der Kamele. Und so sind hier auch sehr viele Jungtiere zu sehen, was besonders für Kinder ein Erlebnis ist. Ebenso wie die Pony- und Eselsafari, die hier speziell für Kinder angeboten wird. Esel, Ponys, Kamele, ein buntes Treiben in einem großen Gehege, in dem die Tiere nicht nur bestaunt werden, sondern diese auch ihrerseits die Besucher etwas genauer unter die Lupe nehmen. Auf der linken Seite der Straße ist der Zoo der Anlage, deren Hauptattraktion die Loros oder Papageien sind. Die Anlage selbst ist aber eine Attraktion für sich. Mit viel Liebe, Fachkenntnis und vor allem einer Unmenge von Wasser wurde hier eine grüne und blühende Oase geschaffen. Blumen, Palmen, Sträucher und Kakteen, Blüten leuchten in den herrlichsten Farben und exotische Früchte reifen hier unter der Sonne Fuerteventuras. Eingebettet in diese Pflanzenwelt ist der Zoo, der mit Sicherheit nicht der größte ist, aber mit seiner großen Ansammlung der verschiedensten Vogelarten den Besucher erfreut. Schwäne, ein Emu-Pärchen, Papageien, Tauben und sogar unsere einheimischen Enten haben hier neben Meeräffchen, Pampahasen, Schimpansen und etlichen Tierarten mehr ihr Zuhause gefunden. Die Gelehrigkeit der Papageien, die aus jedem Kunststück ein Spiel machen, hat sie nicht nur in diesem Park zu einer Hauptattraktion werden lassen. Sehen Sie selbst, mit wie viel Spaß sie ihre Kunststücke vollbringen. Nach der Loro-Show haben wir auch noch die Möglichkeit, zwei Ausstellungshallen zu besichtigen. In der einen einheimische Töpferei und Keramikkunst. Unter diesen Arbeiten nach alter Überlieferung ist sicherlich auch das eine oder andere Souvenir zu entdecken. Musik.
Die zweite Halle ist das Gartencenter, in der manch eine Pflanze, die wir in der Anlage bewunderten, topfgerecht zum Mitnehmen bereitsteht. Zum Abschluss noch ein kleiner Drink an der Holzbar, dann aber geht es weiter zu unserem nächsten Ausflugsziel. Tarajalejo ist unsere nächste Station. Auch ein ehemaliger Fischerort, in dem dieses Gewerbe zwar noch ausgeübt wird, ein Großteil der Einwohner aber mittlerweile durch die neu gebauten Hotelanlagen vom Tourismus lebt. Ein kleiner, bescheidener Ort mit einem Sand- und Kieselstrand von ca. 1,5 Kilometern Länge, der als eine von wenigen Ausnahmen Fuerteventuras aus dunklem Lavasand besteht. Wenn Sie auch zu den Leuten gehören, die glauben, das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, dann sind Sie in Tarajalejo richtig. Ein klein wenig außerhalb, bitte vorsichtig landen, finden wir das Reitgestüt Centro Hippico. 28 Pferde der verschiedensten Rassen warten hier in gepflegten Stallungen auf die, die es können oder lernen wollen. Unterricht im Reiten und Springen, aber auch Ausflüge werden hier angeboten. Eine nette Club-Atmosphäre, in der die einen ihre Runden drehen und andere sich in der hohen Kunst der spanischen Hofreitschule versuchen. Weiter geht es nun Richtung Norden. Die Küstenstraße zieht sich jetzt immer weiter in das Landesinnere. Um unser nächstes Ziel Gran Tarajal zu erreichen, müssen wir dann aber wieder eine Abzweigung Richtung Küste nehmen. Wegen der ehemaligen Seeräuberüberfälle wurden Siedlungen hauptsächlich im Landesinneren gebaut, hatten aber an der Küste jeweils einen Ankerplatz. Gran Tarajal war der Ankerplatz des Städtchens Tuineche und untersteht noch heute ihrer Verwaltung. Vor allem für landwirtschaftliche Produkte finden wir hier den zweitwichtigsten Hafen Fuerteventuras. Alte Gassen und breite Geschäftsstraßen. Neben vergangener Beschaulichkeit lebhaftes Geschäftstreiben. Dieser Ort ist bekannt für günstige Einkaufsmöglichkeiten und in der Stadtmitte, gleich neben der Kirche, für eine kleine Parkanlage mit einem bezaubernden Seepferdchenbrunnen. Unser nächster Besuch gilt einem sogenannten Salzgarten. Kurz vor dem Castillo de Fustes, nur ein paar Kilometer vom Flughafen entfernt, weist das Schild Las Salinas auf eine Meeressaline hin. Hier wird durch die Verdunstung des Meerwassers in flachen künstlichen Buchten Meersalz auskristallisiert. In dem Becken kann man besonders schön die verschiedenen Verdunstungsgrade sehen. Und was am Anfang noch schmutzig braun aussah, liegt am Ende nach dem Trocknen als strahlend weißer Salzhaufen zum Abtransport bereit. Die Häfen von Tarajalejo, El Tostón und Caleta de Fustes waren Mitte des 17. Jahrhunderts unverzichtbare Zugänge zur Insel. Um sie zu schützen, wurden Verteidigungsanlagen gebaut. Diese sind rund, mit einem konischen Querschnitt und zweistöckig. Das obere Stockwerk stützt das Wasserreservoir, das untere waren die Aufenthalts- und Diensträume der Soldaten. Eine der noch am besten erhaltenen Anlagen finden wir an der Caleta de Fustes, anschließend an die Salinas. Castillo de Fustes, so heißt auch eine der größten Ferienanlagen, die rund um diesen Verteidigungsturm entstanden ist. Ein heller Sandstrand von über einen Kilometer Länge, Tauchschulen und Wassersporteinrichtungen und ein wunderschöner Sporthafen gestalten diesen Ort besonders attraktiv. Unser letztes Ausflugsziel für heute ist das hässliche Entlein Fuerteventuras. So denken jedenfalls viele über die Hauptstadt der Insel Puerto de Rosario. Aber wie seinerzeit aus dem hässlichen Entlein auch ein schöner Schwan wurde, wird seit etlichen Jahren viel an der Attraktivität dieser Stadt gearbeitet.
Eine Industriestadt mit zurzeit ca. 17.000 Einwohnern und Haupthandelszentrum mit dem wichtigsten Umschlaghafen der Insel. Hier ist auch der Sitz der Inselverwaltung und des Fremdenverkehrsbüros, aber auch ein bunter Mischmasch an Bars, Restaurants und vielen Einkaufsmöglichkeiten. Besonders interessant sind die Markthallen Porto de Rosarios, denn hier wird noch gefeilscht um jedes Gramm, um jede Pesete, wenn es um Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse geht. 1805 entstand diese Stadt, als Seeleute ihre Hütten neben Ziegenställen errichteten. Durch Handel und Transport groß geworden, wurde sie 1957 die Hauptstadt Fuerteventuras und umfasst heute ein Gemeindegebiet von 290 Quadratkilometern. Unser dritter Ausflug führt uns nun in das Landesinnere Fuerteventuras. Unser Ausgangspunkt ist einfachheitshalber wieder La Parette im Süden. Langsam ansteigendes, gebirgiges Hinterland, durchzogen von Schluchten, sogenannte Barrancos, erinnern ein wenig an die Urzeit. Die Passstraße führt uns hinauf zur Montaña Arequía und von hier aus überblicken wir ein Tal, das den Namen Tal der 1000 Elefanten trägt. Tatsächlich erinnern die vielen sanft geschwungenen Hügelrücken mit etwas Fantasie an eine große Elefantenherde. Übrigens, dieser Rabe hat hier anscheinend seine eigene Touristenshow. Denn jedes Mal, wenn wir diese Stelle passierten, war er da und fand auch immer wieder Publikum, das ihm für sein Gehopse und Gekrächze Futter spendierte. Nicht den geraden Weg nach Pajare nehmend, sondern rechts ab Richtung Cardón, kommen wir zum zweiten Ausflugspark der Insel, der wirklich sehenswert ist. Der Kaktuspark. Der Name ist nicht so aussagekräftig wie das, was uns erwartet. Denn es handelt sich hierbei um einen Bauernhof von 40.000 Quadratmetern Fläche, in dem wir die Pflanzen-, Tier- und Arbeitswelt der Canarios aus vergangener Zeit entdecken. Tatsächlich empfängt uns aber am Eingang bereits ein kleiner Kaktuspark. Neben den einheimischen Kakteenarten finden sich auch Kakteen, die sonst nur in Afrika und Südamerika beheimatet sind. Eine große, stachelige Kugelknolle hat uns aufgrund ihres Namens besonders gefallen. Man nennt sie den Schwiegermuttersitz. Nach dem Kaktuspark öffnet sich der Bauernhof. Ziegen, Schafe, Esel und Ochsen. Enten mit ihren Küken, Pfaue und Kamele. Was wie eine Wunderwelt auf Kinder wirkt, begeistert auch uns Erwachsene. Mal ehrlich, wissen Sie, wie Ziegenkäse gemacht wird? Naja, erst wird gemolken, die Ziegen haben in der Zwischenzeit ihre Maisfütterung, damit sie nicht unruhig werden, und danach kommt die Milch in die Käsestube. Wie in alten Zeiten wird die Milch durch ein Leinentuch gefiltert. Aber das Geheimnis, die Milch zum Gerinnen zu bringen, heißt Guacho. Ein überliefertes Extrakt, das aus Tierfett gewonnen wird. Dann wird gedrückt und gepresst, um das Wasser von der verdickten Milch oder jetzt Käsemasse zu trennen. Diese verdickte Masse wird in eine typisch kanarische Bastform gefüllt und
und hier wird der letzte Rest Wasser ausgepresst. Keine Chemikalien, eine schöne Schicht Steinsalz macht ihn haltbar und erhält ihn frisch, wenn er anschließend zum Lufttrocknen kommt. Wussten Sie übrigens, dass der Ziegenkäse Fuerteventuras weit über die Grenzen hinaus bekannt ist? Hier können Sie ihn jedenfalls gleich mal an der Bar probieren. Gofio, das Grundnahrungsmittel der Ureinwohner, das auch heute noch zusammen mit Fisch zur Ernährungsgrundlage der Kanarischen Inseln gehört, immer wieder taucht die Frage auf, was ist das und wie wird es hergestellt? Hier im Kaktuspark wird es gezeigt. Es ist eine Mischung aus geröstetem Mais und Weizenmehl, je nach Insel mit mehr oder weniger Mais vermischt. Wie in alten Zeiten wird hier erst einmal der Weizen gedroschen. Danach wird er mit dem Mais über offenem Feuer geröstet. Und nach dem Motto, wo kein Wind, da keine Windmühle, wird hier noch mit Kamel oder Esel die Uralt-Version des Gofio- oder Getreidemahlens vorgeführt. Tier- oder Windmühlen, ein sehr wichtiges Thema der Wassergewinnung Fuerteventuras vor 100 Jahren und auch heute noch. Denn obwohl heute moderne Pumpen diese Arbeit übernehmen, gibt es trotzdem noch Gebiete, die weit ab von einem Stromanschluss sind. Dort übernehmen nach wie vor noch Windmühlen die Arbeit des Wasserhochpumpens. Mit dem Esel im Kreis, das ist heute Gott sei Dank nicht mehr notwendig. Aber für uns ein Eintauchen in die Vergangenheit. Für Kinder und Erwachsene sicherlich gleichermaßen ein Spaß, auf Esels- oder Kamelrücken einen Ausflug durch den Kaktuspark zu unternehmen. Und da gibt es jede Menge zu entdecken. Oder man wird entdeckt. Die bunt gemischte Tierwelt fühlt sich in den Stallungen oder auch frei rumlaufend sichtlich wohl. Vorbei an verschiedenen Vogelkäfigen kommen wir noch zu einer richtigen Attraktion, eine Süßwasserlagune. Ein kleiner See mit Enten und Gänsen, den man hier vor dem Panorama der Lavaberge nicht erwarten würde. Ebenso wenig erwarten würde man eine Go-Kart-Bahn neben diesem idyllischen Bauernhof, aber sie ist da. Sehr zum Vergnügen vieler Anhänger dieser in den letzten Jahren wieder sehr populär gewordenen Mini-Rennautos. Natur und Technik, oder wie klein selbst die größte Technik gegen die Urgewalten der Natur werden kann, zeigt uns unser nächstes Ausflugsziel. Es geht an die Westküste nach Risco Blanco. Von der Hauptstraße ab geht es durch Marine-Sperrgebiet. Das ist zwar nicht unbedingt erlaubt, wird aber von den Behörden stillschweigend geduldet. Über staubige und holprige Feldstraßen erreichen wir Risco Blanco
und das Ziel die American Star. Ein 120 Meter langer Luxusliner, der vor ein paar Jahren manövrierunfähig an die Felsen geworfen wurde und in zwei Teile zerbrach. Sicherlich kennt man solche Bilder aus den täglichen Nachrichten, aber solch einen Koloss vom Meer einfach in zwei geteilt, leibhaftig vor sich zu haben, lässt jedes Gemüt faszinierend erschaudern. Wieder zurück auf der Landstraße geht es weiter Richtung Inselmitte, über Passstraßen hoch nach Pachara. Vereinzelt tauchen Palmen oder ganze Palmenoasen auf, ein Zeichen dafür, dass wir uns dem grünen Bereich der Insel nähern. Auch der Gras- und Buschbestand nimmt zu, je näher wir diesem Ort kommen, der gleichzeitig Gemeindesitz für den ganzen südlichen Teil Fuerteventuras ist. Pachara ist die Gemeinde Spaniens mit der längsten Küste, 150 Kilometer. Die meisten Gemeindeeinwohner leben an der Küste von Candia. Der Ort selbst wurde im 16. Jahrhundert gegründet und gehört heute zu den ältesten der Insel. Im Ort stille Romantik, alte Häuschen an den saftig grünen Baumalleen. Bougainville, Palmen, Lorbeerbäume, speziell rund um den Kirchenplatz, grünt und blühendes in wohltuender Weise. Der große Anziehungspunkt Pacharas ist allerdings die Kirche, die aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts stammt. Die Kirche hat zwei Schiffe, die Fassade am Hauptschiff im klassischen Stil, dreieckig mit Rosette und auf Säulen gestützt, die Motive allerdings sehr ungewöhnlich. Sonnen, Schlangen, Löwen und Tauben. Sehr aztekisch anmutend, deren Ursprung bis heute noch nicht erklärlich ist. Um unser nächstes Ziel zu erreichen, müssen wir wieder ein Stück zurück und dann Richtung Küste nach Ajuy. Allein der Weg zu diesem kleinen Fischerdorf ist außergewöhnlich, denn die ganze Strecke fahren wir ein Tal entlang, das man eigentlich das Tal der 1000 Palmen nennen müsste. Ein Titel, der aber bereits an Vega de Rio Palmas vergeben wurde. Ajuy ist bekannt für seine kleinen, aber guten Fischlokale, hat einen Strand aus dunklem Lavasand und das Meer eignet sich hier hervorragend zum Wellenreiten. Ein ruhiger, bescheidener Ort, der in erster Linie vom Fischfang lebt. Man lebt auch bescheiden. In einer Felshöhle lebt aber sicherlich nur dieser Fischer. Und was braucht es auch eine Kleiderstange von Ikea, wenn ein richtig gewachsener Baum denselben Zweck erfüllt? Wir sind in erster Linie hier, um die Höhlen von Ajuy zu besuchen. Ein kleines Abenteuer, denn der Weg zu diesen Höhlen ist nicht ganz ungefährlich und man sollte in jedem Fall schwindelfrei sein. Wer dieses Abenteuer aber auf sich nimmt, wird nicht nur mit einem grandiosen Panorama belohnt, sondern entdeckt auch zwei riesengroße Lavahöhlen. Mächtige Monumente der Vergangenheit, die schon den Ureinwohnern, den Guanchen, als Zufluchtsort dienten. Nirgendwo sonst hat man das Gefühl, der Urzeit Fuerteventuras so nahe zu sein wie hier. Von der Küste nun wieder Richtung Betancuria schrauben sich die Serpentinen auf über 600 Meter Höhe in die Berge. Von hier aus haben wir einen herrlichen Ausblick auf den Stausee Las Peñitas.
Von der kleinen Einsiedelei, die am Stauseerand zu sehen ist, wird erzählt, dass bis vor wenigen Jahren ein Eremit alle Wanderer, die den Felsweg von Achui hochkamen, mit Speis und Trank bewirtete. Zum Dank trugen sich diese in sein Gästebuch ein. Das Gästebuch gibt es heute noch in der Einsiedelei, den Eremiten leider nicht mehr. Die Wildnis um den Stausee wurde übrigens zum Naturpark erklärt, da hier einige sehr seltene Wasservögel nisten. Um sie nicht zu stören, werden Besucher gebeten, diese aus gebührender Entfernung zu beobachten. Abwärts führen uns nun die Serpentinen in das Tal der 1000 Palmen und in den Ort Vega de Rio Palmas. Kaum vorstellbar, dass in diesem kleinen verschlafenen Ort, an den Festen zu Ehren der Heiligen, die ganze Insel mit Umzügen und Tanz in den Kneipen und auf der Straße teilnimmt. Sie feiern dann die Schutzpatronin der Insel, Virgin de la Peña, die hier in der Wallfahrtskirche beherbergt ist. Eine 23 cm große, gotische Statue aus weißem Alabaster aus dem Jahre 1405, die nur zu diesen Feierlichkeiten aus ihrem Altar genommen und gezeigt wird. Unser nächstes und gleichzeitig letztes Ziel des heutigen Ausflugstages ist das Zentrum und das grüne Herz Fuerteventuras. Betancuria, 1404 von dem gleichnamigen Eroberer der Insel gegründet und damit die älteste Stadt der Insel. Im Laufe des 15. Jahrhunderts wurde sie mehrmals von berberischen Piraten überfallen und niedergebrannt, jedoch immer wieder von ihren Einwohnern aufgebaut. Auch die Kathedrale, die aus der Gründerzeit der Stadt stammt, wurde von den Piraten nicht verschont. 1593 wurde sie fast völlig zerstört. Knapp 100 Jahre dauerte der Wiederaufbau. Erst 1691 war sie wieder vollständig errichtet. Aber gerade durch die lange Zeit der Wiederaufbauarbeiten hat sich hier eine Vielzahl verschiedener Stilrichtungen eingeschlichen. Gotik, maurisch-spanischer Barock, Renaissance und Mudéjar-Stil bilden hier eine faszinierende Kombination. Über Jahrhunderte hinweg war Betancuria die wichtigste Stadt Fuerteventuras und bis 1834 auch Inselhauptstadt. Wegen ihrer geschichtlich und architektonisch wertvollen Bauwerke wurde sie 1978 zur kunsthistorischen Stadt ernannt und steht heute unter Denkmalschutz. Unser vierter Ausflug startet wiederum aus dem Süden über den Mittelteil der Insel Betancuria Richtung La Oliva. Traumhaft schöne Passstraßen, zum Teil mit Blick auf beide Seiten der Insel. Vorbei an den typisch kanarischen Häusern, die zum Teil aus naturbelassenen Feldsteinen erbaut sind, eine Kunst, die heute nur noch wenige Menschen beherrschen, und immer wieder vorbei an den Cabras, ein Bild, an das man sich langsam gewohnt hat, kommen wir nach La Oliva, der Bezirkshauptstadt des Nordens. Die ersten europäischen Siedlungen stammen nachweislich aus dem 14. Jahrhundert. Im 17. Jahrhundert hatte hier die damalige Militärregierung ihren permanenten Sitz. Und aus der Mitte des 17. Jahrhunderts stammt ein Gebäude, das auch heute noch viele Besucher anzieht. Das Haus der Obristen, Casa de Coroneles. Es ist ein quadratischer Bau mit Patio und 8 barocken Balkonen aus Holz. Doch am meisten bestaunt werden die 365 Fenster des Gebäudes, genauso viel wie das Jahr Tage hat. Ein weiterer Anziehungspunkt ist die Dorfkirche. Sie stammt aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts und wurde der Jungfrau von Candelaria geweiht. Ein besonderer Blickfang ist der Turm aus schwarzem Lavagestein. Auch dieser Ort lebt heute sehr viel durch den Tourismus. Und so ist es nicht verwunderlich, dass wir hier ein Centro de Arte Canario vorfinden. Töpferarbeiten, Holzschnitzereien, Bassgeflechte etc. Eine Ausstellung, aber auch Verkauf des einheimischen Kunsthandwerkes. Einheimisches Kunsthandwerk der besonderen Art bietet uns auch das nächste Ziel, der Ort Lajares.
Zwei Stickereischulen sind hier ansässig und in beiden sind wir nicht nur herzlich willkommen, sondern können die über die Landesgrenzen hinaus bekannte Kunst der kanadischen Durchbruchstickerei ganz nah bestaunen. Es gehört viel liebevolle Geduld dazu, stecken doch teilweise zwischen 2 und 12 Wochen Arbeit in einem einzigen Werkstück. Interessant ist auch, dass jede Insel mit ihren eigenen Mustern und Farbzusammenstellungen arbeitet. So kann ein Fachmann sofort unterscheiden, welche Arbeit von welcher Insel kommt. Wichtig aber, es ist echte Handarbeit und nicht billig industriell gefertigte Importware aus Fernost. Hier kann man sich davon selbst überzeugen. Ein Mitbringsel der besonderen Art, das man natürlich überall auf der Insel in Bazaars und Souvenirläden angeboten bekommt, ein besonderer Reiz ist aber hier direkt beim Hersteller zu kaufen. Und nicht nur das, wenn auch die Stickereiarbeiten die Hauptsache sind, gibt es hier für das Auge und natürlich auch für den Kaufinteressierten allerhand aus kanadischen Werkstätten zu sehen und erstehen. Weiter geht unser Ausflug nun an die Nordwestküste rund um El Cotillo. Hier befindet sich eine große Anzahl von kleinen Stränden mit sehr hellem Sand. La ropa que ya me voy y al Manzanillo a bailar el sol. Apartmentanlagen, Zeltplätze, in denen die Einheimischen ihre Art von Urlaub verbringen, aber auch ausgefallene Bungalows prägen das Küstenbild. Die tosenden Wellen werden durch die natürlichen Barrieren aus Lavastein gebrochen und so bilden sich am Strand ruhige und einladende Strandseen. Schwimmbäder von der Natur geschaffen, in denen es auch mit Kindern ohne Gefahr möglich ist, zu schwimmen und zu planschen. Ein etwas ungewöhnliches Bild, denn hier mischt sich Vergangenheit mit Gegenwart, ist der Faro von Tostan. Eigentlich zwei, denn hier steht neben dem neuen auch immer noch der alte Leuchtturm. Haben Sie jemals von Ihrer eigenen Bucht geträumt? Kristallklares Wasser, in dem Sie allein oder verliebt zu zweit oder vielleicht auch mit Ihrer ganzen Familie völlig unter sich sind und wie in einer großen Meeresbadewanne geschützt die Einsamkeit genießen? Gleich rechts neben den Leuchttürmen haben Sie diesen Platz gefunden. Auf 3 Kilometer Länge eine Bucht an der anderen. Ist eine belegt, gehen Sie zur nächsten oder übernächsten. Wie von Künstlerhand geschaffen, gleicht keine dieser aus Lavastein geformten Buchten einer anderen. Wenn wir uns nun dem Endziel unserer Inselrundfahrt nähern, den Norden Fuerteventuras und somit dem Ort Coralejo, ist das erste auffällige die von flachen Lavagesteinsfeldern übergehende Puderzuckerlandschaft. Weißer, feiner Sand, der die großen Hotels in der Ferne wie ein Bild aus Tausend und einer Nacht wirken lässt. Beim Näherkommen an den Ort liegt wie zum Greifen nahe die Insel Lanzarote. Durch den Fährbetrieb, der vom Hafen Coralejos regelmäßig zu dieser Nachbarinsel abgeht, haben Sie die Möglichkeit, auch mit dem Auto diese Insel der Kanaren zu besuchen, die die größte Anzahl von Vulkanen aufweist, über 300 Stück. Und noch eine Insel ist unübersehbar, östlich von Coralejo gelegen, 6 Quadratkilometer groß und in einer halben Stunde mit dem Glasbodenboot von Hafen Coralejos aus erreichbar, Los Lobos. Um die hier ansässigen Vogelkolonien, aber auch die Meeresflora und Fauna zu schützen, wurde Los Lobos 1982 zum Naturschutzgebiet erklärt. Wir aber bleiben in Coralejo. Ein ehemaliger Fischerort, der zum zweitgrößten Touristenzentrum der Insel angewachsen ist. Und das, obwohl er sich im Stadtkern und speziell in und am Hafen seine Urtümlichkeit erhalten hat. Hier finden wir noch alte Bars, Cafés und jede Menge Fischrestaurants. Wie fangfrisch die Fische sind, können wir sehen, wenn vor den Restaurants der Fang zur Freude der Möwen und Zuschauer ausgeputzt wird.
Im Gegensatz zum Süden verteilt und zerstreut sich das Leben hier nicht. Es spielt sich alles in und um Coralejo, also auf wenigen Kilometern ab. Bars, Diskotheken, Einkaufszentren, internationale Restaurants, hier herrscht Jubel, Trubel, Heiterkeit. Bis in die frühen Morgenstunden. Ein Grund, warum speziell jüngere Leute ihren Urlaub hier verbringen. Und nachdem Afrika so nah liegt, darf auch ein afrikanischer Handarbeitsmarkt nicht fehlen. Geschnitzte, gewebte, G- und B-malte Souvenirartikel aus Holz, Leder und bunten Stoffen. Eins hat der Norden mit dem Süden allerdings gemeinsam. Die schönsten und längsten Strände Fuerteventuras. Ein Strandleben, das in Coralejo noch als buntes Treiben vor großen Hotelkulissen beginnt und mit Strandbuden, Kamelausflügen und den verschiedensten Wassersportarten nichts zu wünschen übrig lässt. Ein Strandleben, das aber auch für diejenigen, die die Einsamkeit suchen, auf 12 Kilometern Länge die herrlichsten Dünen und Buchten finden lässt. Von Coralejo bis zu Costa Roja zieht sich dieser weiße, zum Teil mehrere Kilometer breite Sandstrand. Dieser weiße Sand und das smaragdgrüne in das herrlichste Blau übergehende Meer haben uns dazu gebracht, Fuerteventura wie eine Karibikinsel zu sehen. Eine Karibikinsel in Europa. Unser Flug wird